Eigentlich ist es ein schwieriges Thema, das ich mir da selbst ausgesucht habe und dass ich den Vortrag gemacht habe oder begonnen habe zu machen, habe ich schon bereut, dieses Thema gewählt zu haben. Anforderungen an den Normalbefund in der Bildgebung. Was steht denn uns eigentlich zur Verfügung? Auf der einen Seite die klassische morphologische Bildgebung, das planare Röntgen, CT, MR. Auf der anderen Seite die funktionelle Bildgebung, PET-CT, PET-MR. Die Jodisotope, Technetium und das, was immer mehr in den Vordergrund kommt in den letzten Jahren, die Sonographie. Fangen wir mal mit den sozusagen ein bisschen exotischeren Sachen an. Planares Röntgen, CT, MR. Ganz klare Aussage zur Dokumentation eines Normalbefundes, sind diese Methoden nicht indiziert. Aber es gibt Fragestellungen. Grad der Trachealstenose, Verdrängung von der Trachea und oder Ösophagus, Beeinträchtigung der Atmung und auch die retrosternale Struma, wo diese Untersuchungen ihren Platz haben. Und bei der Schilddrüse ist es so, es gibt eine direkte Beziehung zu Trachea, Ösophagus, Nerven und Blutgefäßen. Die Schilddrüse wird langsam größer oder manchmal kleiner. Die knotige Umformung kommt nicht plötzlich, sondern entwickelt sich langsam über Jahre. Und eigentlich gibt es keine Korrelation zwischen Größe der Schilddrüse und Symptomen, die wir alle kennen. Beeinträchtigung der Stimme, Atembeschwerden, Husten, Würgegefühl, alles relativ unspezifisch, die Schluckbeschwerden, das Globusgefühl. Und auch die Kosmetik darf man nicht unterschätzen. Sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich ist es verwunderlich. Tausende Schilddrüsenoperationen werden jährlich durchgeführt und klinische Beschwerden sind die Indikation dafür. Es ist relativ schwierig, Symptome bei einer Struma zu klassifizieren und evaluieren. Es gibt kaum Evidenz über positive Effekte so einer invasiven Struma-Therapie. Und der einzige Review über den Einfluss einer Struma auf die Nachbarorgane ist erst kürzlich erschienen und den will ich Ihnen hier kurz mitbringen. Das ist ein Beiheft von JCM mit 5 Impact-Punkten. Eine dänische Gruppe um den Laszlo Hegedűs, der Herr Sörensen, ein dänischer HNO-Arzt, hat das gemacht und der hat es relativ gut aufgearbeitet. Impact of Goiter, its treatment on the trachea, airflow, esophagus and swallowing function. Ich möchte das kurz besprechen, dass man sehen kann, was ist eigentlich alles normal rund um die Schilddrüse. Das ist ein gut gemachter Review, alle Publikationen bis 2013 mit den Stichworten Goiter in Kombination mit Esophagus, Swallowing, Trachea, Airflow and Pulmonary Function. Die Studien mussten bei Menschen durchgeführt werden, jedes Alter war möglich, jede Intervention und zumindest 15 Leute sollten es sein. Wenn man so screent, kommt man auf 6000 Arbeiten, die, wenn man es einmal ein bisschen die Ausschlüsse hernimmt, bleiben dann schon nur mehr 88 über, wenn man nur die Abstracts screent. Wenn man diese 88 liest, dann sind noch immer 15 Case Reports dabei, ein paar methodologische Sachen funktionieren nicht, Doppelpublikationen, Letters, Reviews und eigentlich hat es teilweise mit dem Thema gar nichts zu tun. Dann bleiben 40 Arbeiten über, wo es darum geht, Beziehung der Schilddrüse zu ihren Nachbarorganen. Das möchte ich Ihnen kurz vorstellen, ein bisschen ausschweifen, Trachealstenose und Struma. 12 Interventions-, 4 Beobachtungsstudien gibt es. Welchen Stellenwert hat planares Röntgen? Was hat CT? Was hat MR? Die Fragestellung ist im Wesentlichen Einengung der Trachea, diese smallest cross-sectional area of the Trachea. Und der Goldstandard ist hier sicher die Schnittbildgebung CT-MR. Das planare Röntgen korreliert damit sehr schlecht. Bei Struma gibt es 73% Trachealverlagerungen in der Literatur, bis 58% Kompressionen, bei den Retrosternalen ebenfalls fast 3/4 Trachealkompressionen. Eher sind die Verlagerungen problematisch wegen der Intubation und wenn man Struman hat über 100 Milliliter, dann ist diese smallest cross-sectional area of the Trachea nur halb so groß mit bis 110 Quadratmillimeter im Gegensatz zu Struman bei und von einer Größe unter 100 Milliliter. Wie schaut es mit der Respiration aus? Struma und Beeinträchtigung der Respiration. Die Dyspnoe geistert ja immer durch die Gegend. 8 Interventions-, 4 Beobachtungsstudien. Und es ist tatsächlich so, dass die Obstruktion der oberen Atemwege bei bis zu 30% der Patienten mit Struma beeinträchtigt sind. Das Problem oft asymptomatisch.
und vor allem die inspiratorische Komponente ist betroffen. Und diese inspiratorische Komponente wird in der Spirometrie nicht so detektiert. Schluckstörungen. Da gibt es eigentlich nur zwei Interventionsstudien. Eine mit ein bisschen größeren Zahl, 8% Kompressionen, 14% Deviation des Esophagus. Eine Studie mit relativ wenig Patienten, in einem Viertel der Patienten Kompression oder Deviation. Dann gibt es natürlich die klassischen Fragebögen zu den Schluckstörungen und da finden sich 47-83% bei fast allen Patienten mit Struma subjektiv Schluckstörungen. Bisschen was ist schon dran, wer auf die Esophaguspassage ist, sind die grafisch bei 40% der Struma-Patienten verzögert. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist das einfach so oder ist das Struma-bedingt? Ändert sich was nach der Therapie? Trachealstenose oder Deviation? Die Radiojodtherapie vergrößert den Trachealdurchmesser und reduziert die Trachealdeviation um ungefähr ein Drittel. Und es ist schon interessant, bisher wurde noch nie untersucht, ob eine Thyroidektomie einen Einfluss hat auf eine Trachealstenose oder Deviation postoperativ. Bei den oberen Atemwegen bringen sowohl Operation als auch Radiojodtherapie ein bisschen was. Innerhalb von 4 Monaten kommt es zu einer deutlichen Besserung bis Normalisierung. Primär eben die inspiratorische, aber auch die expiratorische Komponente. Und nicht so ganz verwunderlich, das Gewicht des OP-Präparats korreliert mit der Verbesserung der Orthopnoe und der expiratorischen Atemstromstärke. Bei den Schluckstörungen schaut es schon ein bisschen anders aus. Es gibt keine Daten zu Radiojod- und Esophagusdeviation oder Stenose. In den Fragebogenstudien hat es 3 Monate nach Operation eine teilweise deutliche Verbesserung gegeben, aber 6 Monate nach Operation war die Symptomatik wieder so wie vor der Operation. Das heißt, man muss, glaube ich, schon bei den Schluckstörungen als Indikation sehr zurückhaltend sein. Zusammenfassend, radiologische und funktionelle Bildgebung ist ja nicht zur primären Dokumentation eines Normalbefundes geeignet. Aber es gibt weitere Fragestellungen für Szintigraphie, PET, PET-CT, PET-MR, ektopisch Schilddrüsengewebe und vor allem die Karzinomnachsorge auch. Ich glaube, es wäre keck von mir, wenn ich jetzt, der ich selbst zurzeit weder PET-CT noch PET-MR mache, über die Befunde dieser neuen funktionellen Bildgebungen rede. Über die konventionelle Szintigraphie möchte ich ganz kurz sprechen, weil die mache ich auch selbst, da ist ein Beweisfoto hier. Seit Jahren gibt es ja Guidelines der verschiedensten Fachgesellschaften, wie eine Szintigraphie ausschauen soll. Unsere Bilder schauen noch immer völlig unterschiedlich aus. Ich habe hier ein paar anonymisierte Bilder mitgebracht aus dem Wiener Raum. Darüber wird ja schon seit Jahren diskutiert und ich freue mich ja, dass in Zell am See einen interessanten Vortrag geben wird, meines Vorsitzenden hier, warum schauen unsere Bilder so unterschiedlich aus. Ich möchte jetzt dieses Thema nicht weiter behandeln und möchte auf das kommen, was eigentlich die klassische Bildgebung wurde, bei der Thyreologie. Ich habe Ihnen hier ein Paper mitgebracht, das ebenfalls noch nicht erschienen ist, das American Thyroid Association Statement on Preoperative Imaging for Thyroid Cancer Surgery. Kommt in ATA irgendwann raus, elektronisch ist es bereits schon verfügbar. 2009 gab es die letzten Guidelines oder Statement, 2014 wurde das überarbeitet. Und da sieht man, glaube ich, was sich in den letzten Jahren getan hat. Wenn Sie sich die Formulierung von 2009 anschauen, das ist schon sehr originell formuliert. Ultraschall ist einzigartig, untersucherabhängig und man kann durchaus auch was anderes machen in some clinical settings. Ich meine, das heißt, wenn niemand da ist, der es kann oder wenn es irgendwie, da kann man durchaus ein bisschen, es ist irgendwie so ein bisschen wischiwaschi damals. Jetzt 2014 steht ganz klar, Ultrasound ist the first line imaging modality und die ganze Sache hat 10 Seiten, die erste Seite ist eine allgemeine Einleitung, dann geht es 7 Seiten nur über Ultraschall, eine Seite über CT und MR und eine Seite über die funktionelle Bildgebung. Normalbefund, welche Anforderungen an Hardware, Technology und Technik? Hier ist es formuliert und ich freue mich sehr, dass das eigentlich ziemlich mit den Anforderungen, die Alois Gessel und Wolfgang Buchinger und ich zusammen im Schilddrüsen-Ultraschall-Kursbuch vor 2 Jahren formuliert haben. B-Mod-Ultraschallgerät, keine Frage. Die Schallfrequenz soll variieren. Warum? Auf das komme ich dann später noch. Es geht um die axiale Auflösung. Farbdoppler ist Standard inzwischen.
Ein einstellbarer Fokus ist Standard. Warum? Ich komme dann auf die laterale Auflösung. Die ATA fordert auch DGC, Time Gain Compression, das ist diese Kompensation des Gains durch verschiedene Untersuchungsschichten, was bei der Schilddrüse ja nicht so eine große Rolle spielt, und einen kleinen Sektorschallkopf für großes Trumen und Lymphknoten im oberen Mediastinum. Sollte vorhanden sein, das ist relativ weich formuliert. Ich möchte kurz das Problem mit den Schallköpfen anschneiden. Es gibt, oder es hat früher, das war der Goldstandard, der 6 cm Linearschallkopf. Eine normale Schilddrüse hat 5 cm und am 6 cm Linearschallkopf konnte sie ideal geometriegetreu abgebildet werden. 5 cm ist okay, Sektorschallköpfe werden hier nur für großes Trumen verwendet und hier die eierlegende Wollmilchsau, die elektronisch phasenverschobenen Schallköpfe, wo ein elektronischer Sektor gemacht wird und wo man bis 10 cm linear messen kann. Herstellerangaben bewerben die virtuellen Konvexe, dass man bis 10 cm linear messen kann, und das stimmt auch. Ich habe Ihnen hier meine eigene Schilddrüse mitgebracht. Wenn Sie sich dieses Bild hier anschauen, dann messen Sie, das ist ein bisschen größer da, dann messen Sie hier in dieser Tiefe 97 mm, also fast 10 cm. Das Problem ist, das ist in einer Tiefe von 10 cm. Meine Schilddrüse liegt aber nicht dort unten, sondern meine Schilddrüse liegt da und eigentlich bei den meisten anderen auch, weil es ist ein ziemlicher Normalbefund, die liegt da oben und da habe ich nur 5 cm. Ich habe Ihnen hier das mitgebracht, das Schema, der 6 cm Linearschallkopf misst 6 cm durch. Der virtuelle Konvex misst hier unten eine lange Strecke, hier oben, wo die Schilddrüsen normalerweise liegen, nicht. Und das ist ein großes Problem bei der Volumetrie. Erlauben Sie mir ganz kurz in die Physik auszuschwenken. Es gibt ganz wesentliche Dinge beim Ultraschall, die man immer wieder bedenken sollte: Pre-Processing und Post-Processing. Pre-Processing, die grundlegenden physikalischen Einstellungen, um die Ultraschallwellen, um die Frequenz, die Aussendung und Reflexion der Ultraschallwellen einmal grob einzustellen. Das ist die axiale und die laterale Auflösung. Post-Processing, anschließende Nachbearbeitung des Ultraschallsignals. Was ist die axiale Auflösung? Die kennt jeder von uns. Ein Impuls reicht maximal 2-3 Wellenlängen in die Tiefe. Hohe Frequenz ist niedrige Wellenlänge, heißt eine geringe Eindringtiefe, aber eine hohe axiale Auflösung. Schilddrüse liegt ja schon oberflächlich und dadurch für hohe Frequenzen über 7,5 MHz optimal geeignet. Sie sehen es hier, 1, 2, 3 Wellenlängen, dann ist es aus, das Signal. Weiter sehe ich nicht runter. Aber hier kann ich durch die hohe Frequenz zwei Bildpunkte gut auseinanderhalten. Das Ganze gilt nicht nur für die axiale Auflösung, sondern auch für die laterale Auflösung. Die Schallkeule läuft teilchenförmig. Und in dieser Taille ist die Fokuszone. Hier in der Fokuszone habe ich hier eine bessere laterale räumliche Auflösung und die Fokuszone muss natürlich auf die Höhe der zu untersuchenden Struktur fokussiert werden. Und Sie sehen hier zwei Bilder, hier der Fokus in Höhe der Schilddrüse, hier der Fokus ganz unten, schaut ein bisschen anders aus. Post-Processing will ich jetzt nicht näher eingehen, Bearbeitung der Graustufen aus der verschiedenen Tiefe wird das automatisch korrigiert, der Time-Gain-Compression oder beziehungsweise die Kontrastverstärkung zwischen Weichteil und Kalkknochen, einfach der normale Gain. Wie wird untersucht? Rückenlage, überstreckter Hals und im Querschnitt, einmal wird zuerst aufgesetzt, im Längsschnitt kraniolateral nach mediokaudal. Und dann wird Volumen berechnet. Ein Rotationsellipsoid rechnet sich aus durch Länge mal Breite mal Tiefe mal Pi Sechstel, das ist 0,524. Der Herr Brunn hat, ich glaube 1988, das Ganze versucht für die Schilddrüse zu optimieren und hat dann die Formel nach Brunn gefunden, in der er die Volumensberechnung anhand des Rotationsellipsoids irgendwie für die Schilddrüse optimiert hat und da kommt dann die Zahl 0,476 raus. Länge mal Breite mal Tiefe, alle Ultraschallgeräte rechnen das automatisch aus. Wir sind 6 Ärzte in der Schilddrüsenpraxis und ich habe 5 meiner Mitarbeiterinnen von all diesen 6 Ärzten schallen lassen. Da kommt das raus, hier haben Sie es in einer normalen linearen Skala, das ist genau diese Schilddrüse hier, das ist der Arzt 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eigentlich müsste man es in einer logarithmischen Skala bringen. Das ist allerdings sehr schwierig, weil ich im Excel nicht geschafft habe, das dort adäquat zu beschriften. Da fängt schon einmal an, wo ist überhaupt die zentrale Linie. Hier habe ich da 5 als Mittelwert genommen und ich habe dann die Skala nicht mehr beschriften können. Es wird sehr unübersichtlich. Was ich nämlich als nächstes gemacht habe, 5 Mitarbeiter, 6 Ärzte und hier sind sie alle. Und ich habe lange überlegt, ob man das überhaupt bringen soll, weil das ist ziemlich jämmerlich. Wenn Sie sich hier die Volumina anschauen, 6 erfahrene Schilddrüsenärzte, die alle Jahre, Jahrzehnte lang im Geschäft sind, messen 5 gesunde Probandinnen. Rechter, linker Lappen und Sie sehen die wo haben wir es denn da zum Beispiel, die Inter-Observer-Variabilität und auch die Intra-Observer-Variabilität. Dann lange überlegt, was ich tun soll, ob ich das überhaupt bringen soll, weil die alten Arbeiten hier von Brunn und Gute Kunst, die Originalarbeiten waren auf Deutsch, die sind ja damals, wie das Ganze eingeführt wurde, sehr enthusiastisch gewesen. Und auch später sind dann noch Arbeiten gekommen. Brunn hat gesagt, durchschnittlicher Fehler der Methode 16%. Dann ein Herr Knudsen, 1999, schwedische Gruppe, 2 Untersucher, 25 Erwachsene, die haben überhaupt nur 6% Variationskoeffizienz gehabt. Eine türkische Arbeit im European Journal of Endocrinology, 3 Untersucher, 30 Kinder, 8% Intra- und 13% Inter-Observer-Variabilität. Das ist von den Dänern hier die Korrelation, das sind ja eindrucksvolle Werte. Schauen ja anders aus als meine. Glücklicherweise gibt es dann noch andere Arbeiten, die Zeit geht weiter und es kommen dann andere Arbeiten. Hier wurde zum Beispiel ein dreidimensionaler Ultraschall mit der konventionellen Methode verglichen aus der Gruppe von Professor Reiners und hier sieht man, dass der Variationskoeffizient beim konventionellen Ultraschall, Länge mal Breite mal Höhe, 26,9% liegt, im Gegensatz zu diesen neuen Methoden, die sich dann allerdings nie durchgesetzt haben. 3D-Segmentation und multiplanares Volumen. Da schauen die Zahlen schon ein bisschen anders aus. Und kürzlich ist eine Arbeit, also kürzlich 2005, hat aus der Gruppe von Professor Baschke eine Arbeit in ThyroIDE erschienen, wo die Inter-Observer-Variation für Schilddrüsenknoten beschrieben wurde, was vorher noch nie gemacht wurde. Und das schaut auch ziemlich traurig aus. Linker Lappen im Gesamtvolumen 27%, rechter Lappen 35%. Inter-Observer-Variation und wenn man sich die Knoten anschaut, dann hat man hier eine Inter-Observer-Variabilität von 48%, das heißt von fast 50% auf das Knotenvolumen. Und ich glaube, das sind ganz wesentliche Sachen, das ist einfach so. Ich glaube, dass es gut ist, das Volumen zu bestimmen, aber man muss wissen, es gibt eben diese Inter-Observer-Variabilität. Und wenn ich noch einmal unser Bild bringe, auch ich wollte den Variationskoeffizienten ausrechnen, aber das ist nicht so trivial, da muss man alles logarithmieren und dann, das geht nicht so, dass man dreimal in Excel herumklickt, sondern es ist eine relativ komplizierte statistische Methode, die ich sicher noch machen möchte, aber wo ich einen Statistiker brauche, der das kann, es dürfte, soweit ich herumgerechnet habe, auch ungefähr bei den 25% liegen. Noch 2, 3 Worte zur Echogenität, auch das ist so eine sehr subjektive Sache. So schaut eine normale Schilddrüse aus, dank an den Oskar Koparek, der hinten sitzt, und so schaut eine Hashimoto-Thyreoiditis aus. Natürlich wird die Reflexion der Ultraschallwellen hier an den kolloidgefüllten Follikeln ganz anders erfolgen, als wenn die Follikel ganz klein sind und größtenteils hier solide Entzündungszellen und Lymphfollikel drinnen sind. Man sieht das im Ultraschall und auch das ist sehr subjektiv, sehr schwierig zu beschreiben. Es wurde versucht, Kriterien zu finden. Hier ist es klar, man hat die Referenzregion, die Muskulatur hier und hier ist es klar, dass das normal ist. Hier ist es auch klar, dass das echoarm ist. Aber gerade diese beginnenden Hashimoto-Thyreoiditiden, diese beginnenden Immunthyreoiditiden, da braucht es ein bisschen Erfahrung, man muss aufs Gerät eingeschaut werden, dann sieht man das. Und dann sollte man noch die Lymphknoten beurteilen. Nebenschilddrüsen, Tracheoesophagus oder Gefäße. Die Chirurgen fordern es von uns. Sie fordern es vehement, teilweise schon im Wiener Raum. Und ich glaube, dass es auch gut ist. Wir müssen uns damit beschäftigen. So schwer ist es nicht. Es gibt die 7 Segmente, Level 1, die submentalen über dem Hyoid, getrennt vom Musculus digastricus anterior. Der Level 2, die obere Jugularisgruppe, auch bis zur Höhe des Hyoids, hinten das Sternocleidomastoideus. Level 3, die mittlere Jugularisgruppe bis zum Cricoid. Die untere Jugularisgruppe, das posteriore Halsdreieck hinterm Sternocleidomastoideus und dann das zentrale Compartment Level 6 und da unten halt Level 7, das Mediastinale. Weil was wollen die Chirurgen wissen, wenn es Lymphknoten irgendwo gibt?
Liegt es im zentralen Compartment, dann wird eine zentrale Halsdissektion gemacht, oder ist im lateralen Compartment was? Weil dann wollen die Chirurgen eine laterale Halsdissektion machen. Mediastinal gelten dann natürlich wieder eigene Regeln. Was sollte im Ultraschallbefund stehen? Ob die Schilddrüse normal groß, vergrößert oder atroph ist? Das Volumen mit all seinen Variationen und Limitationen halte ich noch immer für sinnvoll. Ich glaube, es ist sinnvoll, es nicht auf 3 Dezibelstellen anzugeben und zu wissen, wie man es interpretiert. Lage- und Formbesonderheiten, die Echostruktur, gibt es Herdbefunde, wo liegen sie, Größe, Echogenität, die benachbarten Strukturen sollten ebenfalls kurz in den Befund einfließen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für die Aufmerksamkeit.